Hi. So, weiter geht's mit Türchen 10. Und ja, ich fange mal mit der Tanja an. So. Ja, ich konnte es schon ein bisschen erkennen, was da drin ist. Und ich habe mich natürlich voll in Keks gefreut. Eine Schneemannschüssel. Und ich glaube, der Schneemann trägt sogar eine Mütze. Ich weiß es nicht. Es ist auf jeden Fall super schön eingepackt in dieser niedlichen Tüte. Und vor allem, guckt euch bitte dieses niedliche Tierchen an. Ist das nicht süß? Ist das nicht süß? Ah, das werde ich aufbewahren. Oh, so niedlich. Ist der süß? Die werde ich auf jeden Fall aufbewahren. Oh, hier noch so eine schöne Schleife. Mensch, Tanja. Ach, wie schön. Huch. Ich krieg's hin. Das wird natürlich aufbewahrt und nochmal benutzt, das Band. Das ist so süß. Der Kollege hier. Den werde ich mir auch aufbewahren. Na, was ist mit der Schere los? So, kann man ja noch mal so irgendwo aufkleben, den süßen Fratz. Boah, noch mal so ein schönes Band hier. Ich sehe schon, Schoki. Oh, ob ich das aufkriege? Mal gucken. Ja, ich glaube. Ich sehe ja auch nichts, ne? Hier ist so ein bescheidenes Licht. Moment, ich hab's gleich. So. Duft. Die Tüte ist übrigens zuckersüß. Gucken, ob ich die auch noch irgendwie weiterverwenden kann. Oha. Da! Ach Gott, wie süß. Da, der hat eine Mütze auf. Oh, wie süß. Dankeschön. Ja, und ich habe natürlich noch ganz viele Leckereien. Was ist das? Abika. Da steht leider gar nicht drauf, was das für eine Schoki ist. Ich hoffe, da ist nichts mit Füllung drin, weil, ne, da. Ah. Ich lasse jemanden vorkosten. Der hat 3 Stück von drin. Oh. Oh Gott, das duftet alles so gut. Boah, das ist auch so lecker, aber ich kann das kaum kauen, ey. Kennt ihr das? Die noch so süße Schneemänner. Und nochmal Schneemänner. Und ein Nikolaus. Boah, ich muss niesen. Bitte nicht. Gott, entschuldigt. Oh, süß. Oh mein Gott, die sind so lecker. Oh mein Gott. Oh, böse Marke Nestle. Oh, aber die sind so lecker. Oh, Tanja, vielen, vielen lieben Dank. Oh, meine Nase kribbelt. Aufhören. Nein. Vielen, vielen lieben Dank. Ich freue mich. Oh, die Schüssel ist so süß. Vielen, vielen lieben Dank. Da freue ich mich. Da werde ich dann hier mein Müsli essen.
Dankeschön. Das. Ja, dann werde ich mal das zehnte Türchen von der lieben Steffi öffnen. Was könnte da drin sein? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Oh, das fühlt sich ganz verdächtig nach einem Drücksticker an. Gucken wir einfach mal. Gucken wir einfach mal. Mein Gott, was ist denn mit meiner Nase los? Oh, das ist wieder sehr gut. Moment. Steffi klebt das nämlich immer so zur Sicherheit fest. Und da sehe ich schon ganz, ganz tolle Sticker. Ganz tolle. Ah, ja, diese und den Bogen habe ich noch nicht. Ah. Ah, süß. Den Bogen habe ich noch nicht. Ich habe mir davon nur diese blauen und pinken gekauft. Aber die hier nicht. Ja, cool. Dankeschön. Die sind toll. Oh, süß. Die Schneebanane. Oh. Wieder so schön eingepackt. Oh, was ist das denn? Ja, das sind diese Drücksticker hier. Oha. Sommer. Sommerthema. Da fürchte ich mich ja schon vor dem nächsten Sommer. Weil dieses Jahr war der Sommer schon ein bisschen sehr krass, finde ich, weil ich hasse Sommer. Es tut mir wirklich leid für alle Sommerfans, aber ich hasse Sommer. Ja. Aber Steffi, ich habe jetzt kein schlechtes Gewissen, ne? Also ich kann ja auch irgendwie eine Sommerkarte basteln oder so. Für jemanden, ne? Hier mit dem schönen Bikini, dann das Eis dann so da. Irgendwie damit zu, keine Ahnung. Die sind ja auch schön hier, ne? Hatte ich davon nicht irgendwie mal eins von dir drin gehabt im Kalender? Ich weiß es gerade gar nicht. Dankeschön. Und hier, oha, oh, da muss ich aufpassen. Oh, da sind ganz kleine Mini-Sternchen drin. Wenn das rausfliegt, ich sag euch, da habt ihr Spaß. Da habt ihr Spaß. Ist zwar nicht so schlimm, als wenn ein Glitzer auf den Boden fällt, aber das ist auch schon eine Nummer. Ja, hier haben wir auf jeden Fall Streudeko mit Smileys. Ich muss gestehen, also ich möchte immer ehrlich sein, ich bin jetzt nicht so der Smiley-Fan. Ich mag auch diese ganzen Emoji-Krams überhaupt nicht. Aber ich bin gerade am Überlegen, man könnte das ja, wenn jemand Geburtstag hat, in so einer Schüttelkarte reinmachen oder für ein Kind oder so, ne? Kinder freuen sich da sowieso drüber. Ja, aber ist überhaupt nicht schlimm, Steffi, ne? Brauchst jetzt nicht irgendwie schlechtes Gewissen haben. Weil man kann ja auch nicht immer alles wissen, ne? Ich werde das halt für andere benutzen und ja. Und dann ist halt gut, ne? Hast du die so reingetan, die kleinen Sternchen, oder waren die schon da so mit bei? Ich glaube, die hast du so mit reingelegt, ne? Und hier ist wieder die Sticker, die sind so toll, oder? Gucken, vielleicht friemel ich mir die ab. Oh Gott, ich hoffe, Steffi, du bist mir jetzt nicht böse. Aber ich möchte halt auch gerne ehrlich sein. Ich will nicht sagen, oh ja, voll toll, voll toll. Und eigentlich, ne? Es ist ja, wie gesagt, nicht schlimm. Ich muss es ja nicht für mich selbst, ne, für mich selbst verbasteln in einem Scrapbook oder so. Ich kann das ja. Und es gibt ja so viele Leute, die Sommer mögen. Da kann ich das ja dann auf eine Karte oder so verbasteln, ne? Also alles kein Problem. Ja. Einzige, was Probleme macht für mich, sind wirklich diese Gummispinnen. Diese Gummiplastikspinnen. Also wenn ihr was falsch machen könnt, dann wenn ihr mir diese Plastik Gummi, Stoff, keine Ahnung, was Spinnen schickt. Das ist das Einzige, was so, ja, halt für mich wirklich kritisch ist, ne, weil ich halt diese Spinnenphobie habe. Ja. Ja, können nicht viele nachvollziehen, aber es ist leider so, ne. Man sucht sich das ja nicht aus, ne.
Aber so andere Sachen, das kann man ja immer mal für andere Leute verbasteln, ne? Das ist ja alles kein Problem. Und ich rieche schon die ganze Zeit hier die Schokolade. Ich werde wahnsinnig. Ich hau mir da gleich was von rein. Ja, ihr Lieben, ich danke euch für das schöne Türchen. Und wir hören uns dann morgen wieder. Bye, bye.